Na, wer stellt sich Meditation auch genau so vor? Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute geht es um ein cooles Thema, ein super, super wichtiges Thema, und zwar geht es ums meditative Malen. Ich bin ein riesiger, riesiger Fan davon, Malen dazu zu nutzen, als Möglichkeit, sich eine richtig schöne, kreative Insel im Alltag zu schaffen. Das heißt, du nutzt deine kreative Zeit, um runterzukommen, um einen richtig schönen Ausgleich im Vergleich zu stressigen Alltag zu bringen, um besser vielleicht mit Druck umzugehen, um alles mal den Kopf komplett frei zu kriegen und runterzukommen und dich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Und vielleicht klingt das jetzt schon so ein bisschen nach Meditation und du verstehst, wo da der Zusammenhang ist. Ich bin ein riesiger Fan von Meditation, mache das auch schon seit einigen Jahren, immer mal wieder, auch in unterschiedlichen Art und Weisen, weiß aber auch, dass viele den Zugang zur Meditation nicht so richtig finden, beziehungsweise sie es sehr schwer finden, sich hinzusetzen, zu meditieren und so diese typische Sitzmeditation durchzuführen. Wenn ihr darauf Lust habt, probiert das super gerne auch mal aus. Ich kann das auch nur sehr empfehlen. Es gibt auch so viele coole andere Sachen, Gehmeditation und so weiter und so fort. Aber ich finde, es ist eine wunderbare Sache, deine Kreativität mit Meditation zu verbinden und das beides in einen Topf zu packen, gleichzeitig eine richtig schöne Kreativsession zu haben, mit Farben herumzuspielen, zu experimentieren, dich auszudrücken und auszuleben und gleichzeitig diesen wunderbaren Effekt von Meditation zu haben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt super, super viel Spaß bei dem Video. Du kannst für diese Technik am besten Aquarellfarbe nehmen, einen möglichst großen Pinsel und ein etwas festeres Aquarellpapier, damit wir auch mit recht viel Wasser arbeiten können. Und wir starten mit simplen Farbflecken, die wir aufs Papier bringen. Diese Farbflecken kannst du sehr, sehr intuitiv gestalten. Das heißt, du wählst dir Farben aus, auf die du gerade Lust hast, und startest damit, unterschiedliche Formen aufs Papier zu bringen. Dabei geht es absolut nicht darum, irgendetwas darzustellen, sondern es geht darum, einfach nur einen Hintergrund zu erschaffen, mit dem wir dann später arbeiten wollen. Das heißt, den Perfektionismus kannst du hier absolut abstellen und kannst einfach mal ganz spielerisch schauen, was passiert, wenn ich mehr Pigment nehme, was passiert, wenn ich dann wieder mehr Wasser nehme und mit einfach nur einem nassen Pinsel in diese Farbflecken wieder reingehe. Das heißt, es ist ein wirklich sehr spielerischer, leichter Prozess. Und immer wenn du merkst, dass du dir wieder zu viele Gedanken dazu machst, wie das jetzt aussieht, ob das jetzt irgendwie gut genug ist, ob das jetzt richtig ist, wie das aussieht, wenn es trocknet, dann versuch mal, diese Gedanken einfach mal bewusst wahrzunehmen, dass du das gerade denkst. Erinnere dich an meine Worte, dass das gerade absolut nicht zum Prozess gehört und du super, super frei bist in dem, was du machst. Und dann lass diese Gedanken einfach wieder weiterziehen und widme dich wieder deinem Bild. Du kannst die Farbflecken in ganz unterschiedlichen Formen darstellen. Ich habe mich hier jetzt ganz viel an so Kreisformen orientiert. Du kannst in der Größe variieren, kleine Punkte machen, große Flächen machen und einfach so lange dein ganzes Blatt bemalen, bis ja fast alles vollgemalt ist. Diese erste Schicht muss dann natürlich trocknen. Wenn du in der Zwischenzeit schon weitermachen möchtest, kannst du auch schon mit einem zweiten Bild anfangen und quasi die Farbflächen für ein zweites Bild vorbereiten. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, starten wir mit einem Fineliner. Und zwar geht es jetzt damit weiter, dass du die einzelnen Farbflächen mit simplen, sich wiederholenden Mustern füllst. Das heißt, größere Farbflecken kannst du in einzelne Segmente unterteilen, wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Und diese einzelnen Segmente füllst du dann mit wirklich simplen, wiederholenden Mustern. Diese simplen, wiederholenden Muster sind wichtig, weil sie endlich deinem Kopf die Möglichkeit geben, mal komplett abzuschalten. Du kannst dich voll und ganz auf diese wiederholenden Elemente fokussieren und die Gedanken können einfach mal frei davon ziehen und ja, du bekommst den Kopf wirklich mal frei. Und trotzdem hast du zwischendrin immer wieder diese kleine Herausforderung, dir ein neues Muster auszudenken. Du kannst dich bei der Musterwahl daran orientieren, wie die Farbflecken aussehen. Also zum Beispiel bei einem
länglichen Fleck dir überlegen, da jetzt auch irgendwie längliche Linien reinzusetzen oder einfach Dinge, die du in dem Muster siehst, einfach nachzeichnen und dann dich davon inspirieren zu lassen. Du kannst aber auch einfach die Elemente, die es so gibt, einfach durchgehen und überlegen, okay, es gibt Punkte, es gibt Dreiecke, es gibt Rechtecke, es gibt Spiralen, es gibt alles Mögliche an Schraffuren und dich dann quasi dieser Liste langhangeln und immer wieder ein Element herauspicken, was du dann umsetzt. Das heißt, es geht absolut nicht darum, ganz viele kleine Kunstwerke zu erschaffen, sondern es geht nur um das simple Ausfüllen von diesen Farbflecken. Und das simple Ausfüllen der Farbflecken heißt auch nicht, dass diese Farbflecken perfekt sein sollen. Das heißt, verabschiede dich jetzt schon von dem Gedanken, dass die Linien gerade werden, dass es alles ordentlich und schön aussieht, sondern es geht wirklich darum, diese organischen Muster dort reinzubringen, so wie sie einfach bei dir aus der Hand herausfließen. Und check immer mal wieder bei dir ein, wie fühlst du dich gerade? Kommen irgendwelche Gefühle hoch, die dich vielleicht irgendwie gerade stören? Das heißt, vielleicht ärgerst du dich, weil dann doch irgendwie ein Muster nicht so aussieht, wie du es wolltest. Oder du ärgerst dich, weil es zu lange dauert. Oder du kommst nicht auf weitere Muster und ärgerst dich darüber. Und wenn du feststellst, dass du wieder sowas gerade denkst, dann nimm auch diesen Gedanken einfach mal wieder wahr. Und lass ihn weiterziehen und widme dich weiter deinem Bild, denn es ist voll okay, dass man sich auch zwischendurch da mal wieder drüber ärgert und es gehört auch dazu, sich vielleicht zwischendrin ein bisschen zu langweilen, aber genau das hat auch riesiges Potenzial, denn wir langweilen uns viel zu wenig in unserer Welt. Und so entsteht nach und nach ein Gesamtbild, was am Ende auch ziemlich cool aussieht. Also so dieses Zusammenspiel von den einzelnen Mustern ist super schön. Und ich habe das auch in der Vergangenheit schon häufiger gemacht. Hier ist auch ein Beispiel, was ich vor einiger Zeit schon mal gemacht habe. Da weiß ich noch, dass ich das auch über mehrere Tage gemalt habe und dabei eine wunderschöne, entspannte Zeit hatte und sogar noch weiß, welche Musik ich dabei gehört habe. Wenn du jetzt merkst, das ist was, was dich richtig interessieren würde, wenn du merkst, dieses ganze Thema von generell mehr Kreativität und zeitgleich aber auch mehr Achtsamkeit und mehr Entspannung und Ruhe im Alltag ist was, was du unglaublich gut gebrauchen kannst und wo du vielleicht auch Unterstützung brauchst, dann schreib mir super, super, super gerne bei Instagram eine Direktnachricht oder auch eine Mail, dann können wir mal darüber sprechen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch super, super viel Spaß, wenn ihr das mal ausprobiert. Und wir sehen uns entweder bei Instagram, in den Mails oder auch in dem nächsten Video wieder hier. Tschüss!